Nun sind die Tage vergangen. Die Tage sind vergangen und das waren abgezählte Tage. Nur noch wenige Tage sind übrig geblieben von dem Gast, den wir vor einigen Wochen beglückwünscht haben, uns gegenseitig und erwartet haben in Freude. Nun, dieser Gast verabschiedet sich von uns. Er verabschiedet sich von uns und die Herzen der Gläubigen empfinden Trauer. Sie empfinden Trauer aus dem Grund, weil das ein ehrenwerter Gast war. Ein Gast, den Allah subhanahu wa ta'ala als Gnade den Gläubigen geschickt hat, damit sie den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Eine gute Tat wird mit 10 Hasanat belohnt, bis zu 700-fach. Außer das Fasten. Außer das Fasten. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith Qudsi. Außer das Fasten, das ist für mich und ich belohne dafür. Der Lohn für jemanden, der fastet, ist grenzenlos. بِغَيْرِ حِسَاب, grenzenlos. Glückwunsch für denjenigen, der in diesem Monat gute Taten vorausgeschickt hat. Glückwunsch für denjenigen, der diesen Monat ausnutzte, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, der seine Gebete verrichtete, der die Tarawih-Gebete verrichtet hat, der gespendet hat, der seine Zeit nutzvoll verwendet hat. Glückwunsch. Eine Trauer für jemanden, der seine Gebete nicht verrichtet hat. Eine Trauer für jeden. Die Zeit ist bei beiden vergangen. Und die Ermüdung ist weg von allen. Und nichts ist geblieben, außer der Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, den wir erhoffen. Heute haben wir die Chance und die Möglichkeit, Taten vorauszuschicken. Und es gibt keine Abrechnung. Morgen kommt der Tag der Abrechnung, wo wir keine Taten mehr begehen können und vorausschicken können. Umar radiallahu anhu, er sagte, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Derjenige, der ermüdet war und Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat, seine Ermüdung ist vorbei und er empfindet den Genuss in seinem Herzen und ein gutes Gefühl, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Möglichkeit gegeben hat, Allah anzubeten. Der andere, der seine Zeit nicht ausgenutzt hat, auch bei ihm ist die Zeit vorüber und seine Raha, sein Genuss oder sein Ausruhen in diesem Monat ist auch vorüber. Aber er hat nichts mitgenommen. Das, was zählt, ist das, was man mitnimmt an Taten und die man vorausschickt für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Glückwunsch, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Reue Annehmende. Jeder von uns begeht Fehler. Also befindet sich jeder von uns in eine dieser zwei Gruppen. Entweder wir waren von denjenigen, die die Zeit richtig ausnutzten und Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben. Alhamdulillah, sei froh darüber und weiter. Oder wir befinden uns in dieser Gruppe, die nachlässig waren, in Ghafla, die Zeit gar nicht ausnutzten, die Gebete nicht verrichtet haben in der Moschee. Bereue die Zeit, die vergangen ist. Bereue aufrichtig bei Allah subhanahu wa ta'ala und schaue vorwärts, denn es sind noch einige Tage geblieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا, wahrlich, die Taten sind dem Ende entsprechend. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Monat mit guten Taten beenden lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die diesen Monat beenden und zu den
Diejenigen gehören, denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist und ihnen vergeben hat. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Wer aufrichtig bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala und Gutes tut, er ist derjenige, der wahrhaftig bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut und sich Allah zuwendet. Sei aufrichtig in der Reue und bereue die Zeit, die vergangen ist. Sie ist vergangen. Nun kommen noch einige Tage vom Monat Ramadan. Erwarte diese Tage und bitte Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig, dass Allah dir diese Tage ermöglicht, dass du in diesen Tagen viel tust und die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erreichst. At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Derjenige, der bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, als ob er keine Sünden begangen hätte. Eine aufrichtige Reue lässt alles auslöschen, was vorausgegangen ist. Die guten Taten, die man weiterhin macht jetzt, die führen dazu, dass die vergangenen Sünden ausgelöscht werden. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Die guten Taten, die löschen die schlechten Taten aus. Die Tage vergehen. Auch diese Tage werden vergehen. Deswegen ein Ratschlag an uns alle geehrte Geschwister, dass wir aufrichtig bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir diese Tage ausnützen. Denn wer lässt uns wissen, gehören wir zu denjenigen, denen Allah annimmt, oder gehören wir zu denjenigen, die abgelehnt werden von Allah subhanahu wa ta'ala? Diese Ungewissheit, die man hat, sollte jemanden bewegen, dass er demütig ist vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er dankbar ist dafür, dass Allah ihm einen Erfolg gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O dir Glaub, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, so wie es denjenigen vorgeschrieben worden ist, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Haben wir diese Gottesfurcht erreicht? Beten wir Allah subhanahu wa ta'ala an, nur im Monat Ramadan? Wehe demjenigen, der Allah nicht kennt, im Monat Ramadan. Wehe demjenigen, der Allah nur im Monat Ramadan kennt. Glückwunsch demjenigen, der Allah vor Monat Ramadan, im Ramadan und nach dem Monat Ramadan kennt und anbetet. Allah hat Engel erschaffen. Seitdem sie er erschaffen hat, befinden sie sich im Ruku', anbetend Allah gegenüber. Und manche Engel hat er erschaffen, die sich in der Sejde befinden. Seitdem sie erschaffen worden sind, befinden sie sich in der Sejde. Und wisst ihr, wenn Yawm al-Qiyamah passiert, wenn Yawm al-Qiyamah eintrifft, der letzte Tag, erheben sich diese Engel und sie sagen zu Allah subhanahu wa ta'ala: Wir haben dich nicht wirklich angebetet. Wir haben nicht dich angebetet, wie du es verdienst. Und wir sind nachlässig. Dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala so wie diese Engel? Niemals. Also weiß Allah, dass wir nachlässig sind. Rahmatan bina. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Monat beenden lassen mit Vergebung, mit angenommenen Taten, mit Barmherzigkeit. Und wir sollten uns wirklich bemühen, die nächsten Tage diese wirklich sinnvoll auszunutzen und Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und hoffen, dass Allah uns diesen Monat beenden lässt mit guten Taten und nicht zu denjenigen gehören lässt, die am Schluss alles zerstören und alles kaputt machen, was sie vorausschickten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Möge Allah unsere Sünden annehmen.